Grüß euch Gott miteinander vom Breitebenkopf. Ich nehme euch heute mit auf eine wunderschöne Überschreitung aus dem Seidelwinkeltal ins Fuschertal. Viel Spaß dabei! Die heutige Tour beginnt im Rauriser Ortsteil Wörth und von da aus stapfen wir erst einmal asphaltiert ins wunderschöne Seidelwinkeltal hinein. Nach 25 Minuten zweigt dann von der Seidelwinkelstraße der Schotterweg hinauf in Richtung Schütteralm und Weichselbachhöhe ab. Nach ein paar Minuten können wir dann noch einmal einen Blick zurückwerfen nach Wörth und an diesem Gatter zweigt der Weg in Richtung der Weichselbachhöhe. Über einen kleinen Steg ab und dann durch die Wiesen. Ein paar Minuten geht da geradeaus eine Fahrspur weiter, die führt aber ins Nirvana. Für uns geht es da, wo hier Markierung ist, rechts hinauf. In den Nationalpark Hohe Tauern. Sauber steil ist da dann nochmal durch den Wald hinauf. Nicht anspruchsvoll, aber schweißtreibend. Welcome to the jungle. Stunde 15 bin ich unterwegs von der Abzweigung an der Seidelwinkelstraße. Dann geht es da aus dem Wald hinaus, einmal quer durch das Gemüse da hinauf. Und dann stehen wir auf gut 1600 Metern da bei einer kleinen Jagdhütte, wo man schon einmal eine kleine Jausenrast einlegen kann. Und dann geht es da einmal zum Durchschnaufen ein Stückchen die Forststraße hinauf.
Ja, nach einer guten halben Stunde hat es dann ausgeschottert. Da macht die Schotterpisten da einen Bogen. Da oben in der Wiesen sieht man auch eine Markierung. Am gescheitesten, man schlüpft da unter den Stacheldrahtzaun hindurch. Weil da, wo markiert ist, macht man sich nur das Gewand hin. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, so einen Zaun zu setzen, aber bitte. Mehr oder weniger weglos schafft man da ein Stück durch die Wiese, bis man da zu so einem Durchlass kommt. Und da geht dann auch wieder eine Pfadspur weiter hinauf. Wunderschön geht es da durch die Almrosen hinauf. Blick einmal zurück nach Wörth. Links im Hintergrund Brandkogel, Sladingkopf. Liegt das Seidelwinkeltal. Sehr fesch. Da geht es jetzt über die Rippen hinauf. Im Hintergrund sieht man schon das Kreuz von der Weichselbachhöhe. Das wird sich jetzt noch ein bisschen aufzahlen. Aber schauen wir es uns an. Ja, wie schon vermutet, die letzten 300 Höhenmeter rauf sind zwar wunderschön zum Gehen, aber es zahlt sich ein wenig. Aber nach insgesamt gut 3 Stunden und ein paar Minuten sind wir angekommen auf 2220 Metern auf der Weichselbachhöhe. Hat sich ausgezahlt, würde ich sagen. Thank you.
So, nach einer Mittagsrast geht es jetzt von der Weichselbachhöhe über den Grat hinüber zum Breitebenkopf. Nicht einmal 20 Minuten unschwieriger Grathatscherei sind es von der Weichselbachhöhe hinüber zum Breitebenkopf. Und auch wenn heute so einige Bergkameraden sich in Wolken gehüllt haben, wie das Hochkönigmassiv oder auf der anderen Seite der Hohe Tenn und das große Wiesbachhorn, man kann schon erahnen, was für ein genialer Aussichtsberg das ist. Und selbst so wie es heute ist, ist das Panorama schon enorm beeindruckend. Vom Gipfel des Breitebenkopfes steigen wir da jetzt einmal einige Minuten unschwierig in einen Sattel ab.
Da kommen wir dann auch gleich einmal zu einem Wegweiser. Links hinunter steigen wir dann später ab in Richtung Hembachkapelle. Für uns geht es aber jetzt erst noch gerade hinaus weiter auf den Freudenendkopf. Und da schaffen wir auch recht mittig über den Grat dahin, bevor es jetzt noch einmal die letzten gut 50 Höhenmeter ein bisschen steiler hinauf geht, aber auch nichts Orgs. So, Blick noch einmal auf die letzten Aufstiegsmeter. Der Freudenendkopf ist nicht mit einem Kreuz geschmückt, sondern nur mit einem Wegweiser. Man könnte hier über den Grat noch weiter marschieren und über das Kreuzköpfe und dann links über die Schulter absteigen in Richtung Fusch. Das ist allerdings ein gewaltiger Marsch, der sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln voraussichtlich nicht ausgeht. Nach gut 10 Minuten Abstieg stehen wir auch wieder in der Einsattelung beim Wegweiser. Wer also den Freudenendkopf auslassen möchte, spart sich bei der Gesamtgehzeit ein bisschen weniger als eine halbe Stunde. Jetzt geht es für uns da den Grashang querend hinunter in Richtung Hembachkapelle. Nein, ich habe dieses Video nicht nachkoloriert. Der Hang ist wirklich rosa vor einem Rausch. Wunderschön. Eine Stunde bin ich unterwegs vom Freudenendkopf. Jetzt sind wir angekommen bei der Walcher Hochalm und jetzt beginnt schon langsam der Turnschuhteil der Wanderung. Jetzt geht es einmal vorläufig gemütlich dahin.
Eine gute Dreiviertelstunde bin ich jetzt unterwegs von der Weicher Hochalm. Dann kommen wir da bei einem Wegweiser an, den aufmerksame Besucher dieses Kanals schon kennen. Da bin ich im letzten Jahr runtergekommen vom Schwarzkopf. Eine meiner Lieblingstouren übrigens. Wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, schaut es euch an auf dem Kanal. Und jetzt heißt es fleißig aussehatschen. Wunderschöner Blick hinunter nach Fusch. Wenn wir jetzt gleich angekommen sind bei der Embachkapelle, ist einmal wieder Zeit fürs Fazit zur Tour. Die Überschreitung vom Seidelwinkeltal ins Fuschertal über die Weichselbachhöhe und den Breitebenkopf ist eine ganz lohnende Wanderung. Nicht wirklich anspruchsvoll, wenn auch im Aufstieg ziemlich knackig steil. Und auf den letzten knapp 200 Höhenmetern, wo man den Gipfel schon immer vor Augen hat, wird es ein wenig zach. Trotzdem eine sehr aussichtsreiche und sehr schöne Wanderung. Man macht auf ca. 17 Kilometern gut 1400 Höhenmeter im Aufstieg und 1500 Höhenmeter im Abstieg. Braucht dafür gute 6,5 Stunden reine Gehzeit und ist damit, ja, eine bequeme Tagestour lang unterwegs. Mit Hund würde ich die Tour auf keinen Fall machen. Insbesondere im Abstieg läuft man dauernd durch Weidegebiet. Das kann unangenehm werden, würde ich mir schwer überlegen. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Tour genauso gut gefallen hat wie mir. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und natürlich auch über ein Abonnement. Ansonsten ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal wiedersehen. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, pfiat euch, bis demnächst.